Herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Xenoverse. Wir haben in der... Entschuldigt, das war ein Bäuerchen. Ich habe ihm noch was mit Kohlensäure getrunken, war nicht so gut. Wild gekämpft. Und schon wieder ein Level-Up, das ist total super, wie viel Erfahrung wir hier gerade rauskriegen. Einen echt harten Kampf gehabt, schaut euch das an, das war echt spannend. Ich war auch sehr konzentriert und still, wenn ihr mein Gequatsche mal ein wenig weniger hören wolltet. Was? Okay, es ist endlich ruhiger geworden. Mach dir keine Sorgen um uns. Ich besiege die Schurken und mache mit den Namek Dragon Balls alles gut. Aber ich überlasse die Mikria dir. Keine Sorge, ich komme bald nach. Oh. Cool. Glaube ich. Ah, Toki-Toki-Stadt. Fuck. Die Zeit ist gekommen. Nein. Ey. Endlich habe ich es. Die Mikria und Belagerung Tokitokis. Besiege alle Gegner. Er hat auch diese Ohrringe. Ausrüstung ist auch ganz schlecht, was ich dabei habe. Ich habe gar nichts mehr dabei, wie ihr eben gesehen habt, nur noch Heilungssachen. Wahrscheinlich müssen wir ja auch nicht nur ihn besiegen. In der Questaufgabe stand, besiege alle Gegner. So, das war sein erster Gesundheitsbalken. Zu schade. Deine Freunde dienen nun mir. Was? Trunks? Ey, das ist so zum Kotzen, wenn zwei so auf einen einprügeln, kann man nichts mehr machen. Na klar. Müssen zurück zum Zeitnest einfach nur. Wer weiß, was da noch alles kommt. Sieht aber alles wieder heil aus. Schön, dass das so einfach ist. Wir brauchen mehr Items einfach. Da kommen wir nicht gegen an sonst. That's too much.
Einkaufsviertel war in die Richtung. Auch echt mies, wenn da so zwei Gegner so im Bam Bam auf einen rumdreschen, dass man überhaupt nichts mehr machen kann. Weder blocken, noch wegteleportieren, noch Explosion, weil das mit der Explosion hat eh irgendwie nicht so richtig hingehauen. Oder ich bin einfach zu blöde. Na, was haben wir vielleicht noch irgendwas Neues? Nö, hier nicht. Ja, ich komme bald wieder vorbei. Fähigkeiten laden. Nope. Bam, 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 bam. Was Cooles zum Anziehen. GTs von Gokus Ki. Boah, ist das teuer. Berserkeranzug. Oh, der ist für Dings. Ich glaube, ich will den haben. Gesundheit. Seine Farbpalette unterscheidet sich sehr von der Schildkrötengi. Das Geld haben wir ja. Grundangriff, Schlag, Superangriff, aber dafür macht die Key-Sachen richtig Rotz-Damage. Ah, die blaue Gedöns. Ja, kann man mal machen. Zwar dafür so viel Geld auszugeben, war ein bisschen heftig, aber... Son Gohan-Maske? Eine Maske, die aussieht wie Großvater Son Gohan, der Mann, der Son Goku großgezogen hat. Cool! Wassergrim Babas Hut. Gibt echt coole Sachen inzwischen. So, jetzt haben wir alle Fähigkeiten. Jetzt haben wir ein neues Anziehzeug. Sieht auch ziemlich cool aus irgendwie. Ja, hat was. Ich hoffe, das bringt jetzt ein bisschen was. Ach ja, wir können ja noch ein bisschen skillen. Die Fähigkeiten wollte ich jetzt nicht ändern. Ausrüstung haben wir geändert. Verbessert Vegetas Fähigkeiten ist natürlich auch... ML nehmen wir mit. Und die kleine Regeneration. So, jetzt sollten wir bereit sein für den nächsten Kampf. Hoffe ich. Einmal will ich noch Daten anzeigen. Mister Satan. Ups. Hüpfi, hüpfi. Die Handschuhe passen nicht so zum restlichen Outfit, aber das macht noch nichts. Wir haben auch nicht genug Geld, um uns die restlichen des GT-Goku-Style-Dings zu kaufen. Ach ja, und wir haben ja jetzt auch mehr Gesundheit. Aber unsere Schlagangriffe sind schwächer und unsere Super-Schlagangriffe, aber unsere Key-Sachen sind super besser. Super besser, yo. Ich hätte gerne die Klamotten, die wir so haben, auch, dass wir sie voll färben können. Das wäre cool. So ein bisschen mehr. Ist zwar cool, dass es Son Gokus ist, aber so ein bisschen Individualität würde das schon reinbringen. So, mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Okay, genau. Ja, du kommst danach, hoffentlich. Jetzt sehen wir, wie Tokitoki-Stadt verwüstet wird, zerstört und explodiert und
Tokitoki-Vogel gefressen wird. Gut, das können wir überspringen. Besiege alle Gegner. Genau, fall erstmal ganz runter. Ich benutze Zeit zum Keyladen. Wohoho. Das macht ja einen gewaltigen Unterschied. Die Investition hat sich sowas von gelohnt. Zu schade. Deine Freunde dienen nur mir. Wie wütend er guckt. Tut mir leid. Nimm das hier. Okay. Nimm das, Dämon, Gott, Arschloch. Jawohl. Das kann es nicht gewesen sein, oder? Nicht übermütig werden. Trunks, bist du wieder fit? Du wirst doch bald meine Marionette. Deine Magie wird nicht funktionieren. Gib auf! Freches kleines Ding. Also gut, du wirst also einen Kampf? Dann sollst du einen Kampf bekommen. Okay.
神などこの世界にはいらん。その澄ました顔を絶望に染めてやる。Was hat er für einen Angriff? Ja, scheiß ewige Kugel, die er verfolgt. Stell dich doch nicht direkt vor ihm machen, welche Hampeleien, Kumpel. Nein! Ach, so ein Drecksack. Nochmal. Alles jetzt nochmal. Alles nochmal. Mist, die Scheiß. Ganzen Kampf mit ihm nochmal. Hat man schon. Ja, ja. Okay. Nimm das. Und den zweiten auch direkt. So, da hätten wir das erste schon mal. Kümmern wir uns erstmal um unseren dämonischen Freund. Bitte treff ihn. Nur gegen Trunks ist eine andere Angelegenheit. So. Gib ihn auf die 12. Okay, aufladen, aufladen, aufladen. Verwandeln. Fertig machen. Und fertig machen sollte man nicht daneben schießen. Das ist. Weil nicht wiederholt.
greife ich mir was malen am Block, das ist auch weg. Darf ich dich verprügeln? Komm her jetzt! Okay. Wir sind schon wieder am Ende dieser Episode, deswegen habe ich jetzt Pause gedrückt und mit diesem entsetzten Gesicht von Trunks da oben rechts verabschiede ich mich aus dieser Episode von Dragon Ball Xenoverse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge geht's weiter mit dem Kampf gegen den Arschloch-Dämonen-Typen, der hier alles kaputt machen will, weil er ein Arschloch ist. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und haut rein. Ciao.